Namen und guten Morgen, liebe Freunde. Ich hoffe, es geht euch alle gut. Wir werden unsere Parascha weiterlesen. Parascha Shoftim, eine hochinteressante Parascha. Heute werden wir über eine ganz besondere Mitzwa, ein ganz besonderes Gebot sprechen. Und das ist die Mitzwa, einen König zu krönen. Lamlich Melech, ein König, der über das jüdische Volk herrschen sollte. Ein König des jüdischen Volkes ist nicht irgendein König. Ein jüdischer König hat einige spezielle Gesetze, die nur für ihn sind. Und wie wir alle wissen, hatte das jüdische Volk im Laufe der Jahre einige ganz sehr besondere Könige, wie König David, David HaMelech oder Shlomo HaMelech und viele andere. Also Könige Melachim waren immer ein sehr wichtiger Teil des jüdischen Volkes. Und wie wir jetzt sehen werden, es ist tatsächlich eine Mitzwa in der Tora, einen König über das jüdische Volk zu krönen. Wir werden auch über alle besonderen Gesetze und Regeln, Sonderregeln sprechen, die nur für ein Melech Israel, einen König von Israel, gelten und was seine besondere Aufgabe ist für sein Volk. Also das sind sehr interessante Sachen. Lasst uns sofort anfangen in den Worten der Tora. Vers 14. Ki tavo el haaretz asher Adonai Elohecha noten lecha lerishta v'yeshavta ba v'amata asim alai melech k'chol hagoyim asher sbevotai. Wenn du in das Land Israel kommen werdest, das Land, das Gott euch versprochen hat, und wenn du das Land besitzen werdest und dort leben werdest, und du wirst sagen, ich werde einen König über mich setzen, wie alle Nationen um mich herum. Ich will einen König, der hier herrschen wird. Und jetzt kommt die Mitzwa in der Tora, einen König zu haben. Som tasim alecha melech, asher yivchar Adonai Elohecha bo, mikerav achecha tasim alecha melech, lo tuchal letet alecha ish nochri, asher lo achecha, sehr interessant. Du sollst, das ist eine Mitzwa, du sollst einen König über dich setzen. Und nicht jeder kann König sein, sondern es wird sein, jemand, den Gott erwählen wird. Und sehr wichtig, unter deinen Brüdern sollst du einen König über dich setzen. Das heißt, der König muss dein Bruder sein. Der König muss jüdisch sein. Er muss ein Jude sein, sehr einfach. Er kann kein Ausländer sein, kein Goy sein. Er muss jemand sein, den Gott aus dem jüdischen Volk ausgewählt hat. Okay, nun kommen die besonderen Regeln, die Sonderregeln, die nur für einen jüdischen König gelten. Der König darf nicht zu viele Pferde für sich kaufen, damit er das Volk nicht nach Ägypten zurückbringt, um viele Pferde zu erwerben. Denn Gott sagte, du sollst nicht mehr auf diese Weise zurückgehen. Das heißt, damals in Ägypten, dort hat man die Pferde gekauft, dann soll der König nicht mehr Pferde, als was er braucht, haben. So sollen sie nicht mehr nach Ägypten zurückkehren. Und damals, in jenen Tagen, war es die Art und Weise, wie Könige ihre Macht zeigen, mit Pferden. Ja, so zeigt man die Macht. Sie würden zeigen, wie viele Pferde sie haben und wie mächtig, wie stark sie sind. Also würden Könige so viele Pferde wie möglich kaufen. Auch wenn sie diese Pferde nicht brauchten. Es war nur, um anzugeben, um zu zeigen, ich bin stark, ich habe die Macht, ich habe so viele Pferde. Aber ein jüdischer König darf das nicht machen. Ein jüdischer König darf nur so viele Pferde kaufen, wie er braucht und nicht mehr. Und das ist die erste Sonderregel, kann man sagen, für einen jüdischen Volk, nicht zu viele Pferde zu haben. Nächste Regel. Ein jüdischer König soll nicht zu viele Frauen für sich nehmen und sein Herz darf sich nicht abwenden und er darf nicht zu viel Gold und Silber für sich selbst kaufen. Und nochmal sehen wir, das sind alles Sachen, die andere Könige tun, andere Könige in der Welt, die tun es, um zu zeigen, wie mächtig und wie stark sie sind. Sie haben viele Frauen, viel Gold und Silber, viele Pferde und so weiter. Sie kaufen und kaufen und kaufen viele, viele Sachen, auch wenn sie es gar nicht brauchen, nur um anzugeben, um der Welt zu zeigen, ich bin stark und so weiter. Und das ist verständlicherweise für einen jüdischen König, ein Melech Israel, ein König des jüdischen Volkes, nicht erlaubt. Okay, jetzt kommt noch eine ganz besondere Regel für einen jüdischen König, ein besonderes Gesetz. Und wenn er auf seinem königlichen Thron sitzt, wird er sich zweimal die Tora auf einer Schriftrolle schreiben. Ein König sollte zwei Tora-Rollen bei sich haben. Einer sollte in seiner Schatzkammer sein, bleiben, dort bleiben.
und der andere sollte er mitnehmen, wenn er in den Krieg zieht oder wohin er auch geht. Ein König muss immer bei sich haben eine kleine Tora-Rolle. Wohin er auch geht und reist, immer, immer, immer muss die Tora-Rolle bei ihm sein. Und warum ist es so wichtig? Warum muss ein jüdischer König die ganze Zeit eine Tora-Rolle dabei haben? Erklärt uns die Tora. Und die Tora-Rolle sollte bei ihm sein und er wird sie alle Tage seines Lebens lesen, damit er lernen kann, Gott zu fürchten, alle Worte dieser Tora und dieser Satzungen zu halten und sie auszuführen. Also ein Mensch wird es niemals wagen, etwas Schlechtes zu tun, wenn er eine Tora-Rolle in der Hand hat. Stimmt, wenn jemand ein Sefer Torah, eine Tora-Rolle in der Hand hat, dann kann man gar nichts Schlechtes machen. Ja, man hat Angst vor Gott, man hat Respekt und Angst. Und deshalb sollte der König, der Melech Israel, immer eine Tora-Rolle bei sich haben, die ganze Zeit, wohin er auch geht. Und es sollte ihn daran erinnern, dass er nur ein kleiner König ist, ein Mensch aus Fleisch und Blut. Der wahre König ist Gott. Und die Tora-Rolle sollte ihn daran erinnern, jeden Tag, die ganze Zeit, dass er immer Gott fürchten soll und auf Gott hören soll. Denn am Ende des Tages ist Gott Melech Malchei Amlachim, der König aller Könige. Okay, לבלתי רום לבבו מרחב לבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל למען יאריך ימים על ממלכתו הוא בנה בקרב ישראל. Die Tora-Rolle ist auch da, damit sein Herz nicht hochmütig über seine Brüder ist. Sehr interessant. Ein König, ein Melech, sollte immer demütig bleiben. Er soll niemals fühlen, dass er irgendwie besser ist als alle anderen, weil er der König ist, weil er so wichtig ist. Er soll erkennen, dass der einzige Grund, warum er in so einer wichtigen Position ist, darin besteht, dass Gott ihn dorthin gebracht hat. Es hat absolut gar nichts damit zu tun, wie gut oder wie mächtig oder wie wichtig er ist. Gar nichts. Das ist alles Gott. Und wenn Gott will, könnte Gott ihn eigentlich in einer Sekunde von seiner Position wegbringen. Dann hat er wirklich keinen Grund, irgendwie sich besser zu fühlen als alle anderen. Und er soll sich weder rechts noch links vom Gebot Gottes abwenden. Immer, immer Gott zuhören, weil Gott, wie gesagt, ist der Melech Malchei Malachim. Er und seine Söhne unter Israel. Und wenn ein König, sagt uns die Tora, wenn ein König immer auf den Wegen Gottes folgen wird, er wird Gott immer zuhören, dann wird er nur Segen, nur Brachot in seinem Reich sehen. Nur Segen, nur gute Sachen. Und das ist sehr wichtig, besonders heutzutage. Wenn man Gott zuhört, dann sieht man nur Segen im Land. Und er wird lange Jahre haben als König und seine Söhne werden sein Königtum fortsetzen, was auch sehr wichtig ist. Gut, das war der Tora-Abschnitt von heute. Sehr kurz, sehr faszinierend, sehr interessant. Alles über ein Melech Israel, ein König des jüdischen Volkes. Wir haben über alle die besonderen Sachen gesprochen, die nur ein jüdischer König hat. Die besonderen Regeln, nicht zu viele Frauen zu heiraten, nicht zu viele Pferde zu haben, nicht zu viel Gold und Silber und so weiter zu haben. Und ein König braucht zwei Tora-Rollen, immer, 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 die immer dabei sein sollten bei ihm, wohin er auch geht, als Schutz, aber auch als Erinnerung daran, dass Gott der wahre König ist. Melech Malchei Amlachim. So, das war's für heute. Ich wünsche euch alle einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund, bleibt stark. Shalom und bis morgen. Ciao.